Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und zu einem weiteren Video mit der Todesstern-Silikonform von Star Wars. Und einige hatten sich gewünscht, dass ich das Ganze mal mit Beton ausprobiere. Hat natürlich auch den Vorteil, dass es natürlich auch die Star Wars Todessternfarbe ist. Ich habe da schon Seife damit gemacht, ich habe eine Badekugel damit gemacht, ich habe Wackelpudding gemacht. Das hatte immer alles ein bisschen andere Farben, aber dieses Mal wird das Ganze grau. Dafür habe ich hier einmal Kreativbeton und Wasser, den rühre ich gleich an. Auf der Packung steht 1:10 das Verhältnis, also rühre ich das auch so ungefähr so an, damit das Ganze passt. Und ich habe hier einen Spritzbeutel, das ist einfach nur ein Gefrierbeutel. Und damit will ich das Ganze nachher hier oben reinspritzen, damit es auch richtig schön voll wird. Aber als erstes rühre ich einmal den Beton an. Wie gesagt, auf der Packung steht Verhältnis 1:10. Ich habe hier Wasser, hier Beton und das Ganze mische ich hier in meinem kleinen Eimer an. So, ich habe den Beton jetzt doch eher nach Gefühl angerührt. Das Verhältnis 1:10 hat gar nicht funktioniert bei mir, da ist der Beton gar nicht nass geworden. Er ist jetzt, glaube ich, noch ein bisschen zu flüssig. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Zement dazu, Beton dazu. Und dann muss er auch noch ungefähr 2 Minuten ruhen. Und dann werde ich mal versuchen, ihn zu gießen. Ich habe jetzt den Beton eingefüllt und ihr habt gesehen, es ist eine kleine Schweinerei und ich hoffe, es hat sich für das Ergebnis gelohnt. Ich bin gespannt, ich lasse das Ganze jetzt über Nacht einmal komplett aushärten und zeige euch dann das Ergebnis. So, ich habe jetzt über Nacht gewartet und ich bin gespannt, wie der Todesstern geworden ist. Oh, ihr seht schon, es war leider wohl doch nicht ganz voll. Naja, ich hatte schon gemerkt, dass es nicht ganz voll war. Aber es ist doch weniger geworden, als ich dachte. Mal gucken, wie die Oberseite aussieht. Ich bin guter Hoffnung. Hier sehe ich nämlich schon, dass die Rillen sehr gut rausgekommen sind. Vielleicht versuche ich es dann einfach nochmal, wenn ich neuen Beton habe. So, hier muss ich noch ein bisschen was abbrechen, aber ich finde, das Ergebnis sieht richtig, richtig gut aus. Und auch so als halber Todesstern macht das Ganze einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Ich versuche es auf jeden Fall nochmal, wenn ich mehr Material da habe, aber ich finde, das ist bisher das beste Ergebnis aus der Silikonform und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt, dieser halbe Todesstern. Ich hatte gehofft, es wäre mehr Beton noch gewesen, aber macht man jetzt nichts. Und ja, schreibt mir einfach in den Kommentaren, wie es euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch Lust, einen Daumen nach oben da zu lassen oder mal bei uns im Kanal vorbeizuschauen. Da findet ihr noch mehr Videos mit der Todesstern-Silikonform und natürlich auch ganz, ganz viele andere Do-It-Yourself-Videos. Und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration. Tschüss!